Guten Abend miteinander. Mein Name ist Max Spielmann. Ich komme vom Institut IXDM, von der Fachhochschule Nordwestschweiz, also von der HGK, und moderiere die heutige Veranstaltung. Christian Blas als Blas-Architekten und wir haben jetzt schon ein paar solche Serien zusammen gemacht, vor allem auch seit Corona. Darum auch diese Installation, dass wir begonnen haben zu übertragen. Und dass einige Gäste auch live zuschauen oder vielleicht sich das dann später anschauen. Es ist jetzt die vierte Veranstaltung von Forum Follows Finance. Ich begrüße zu dieser vierten Veranstaltung Eike Frenzel. Ich komme nachher dann noch kurz zur Begründung, wieso diese Einladung ist. Und gehe kurz durch, also Forum Follows Finance hat eigentlich gestartet mit dem ersten Vortrag mit Carol Willis. Sie ist Leiterin des Skyscraper Museums in New York und Architekturhistorikerin. Sie hat auch diesen Begriff Form Follows Finance eigentlich begründet. Wir dürfen den verwenden. Und bei ihr, sie hat anhand von Chicago und New York studiert, wie die physische Form der Gebäude, vor allem der Wolkenkratzer, mit dem Geld zusammenhängt. Also was ist da für eine Beziehung zwischen Finanzen und Form? Und zwar ein Bild ist mir sehr geblieben, das ist Empire State Building, eine Skizze oder ein Riss und vom Architekten die genauen Zahlen Rendite und Kosten pro Nutzfläche und wie dieses Gebäude schlanker wird, vielleicht schon wegen der Schönheit dieser Form, aber ganz, ganz direkt mit der Rendite zusammenhängt. Und da ist etwas, was auffiel, ist auch, dass heute haben wir ja die Needles, die verschlanken sich nicht, die können sich auch nicht groß verschlanken, aber die haben auch einen anderen Zweck. Das sind keine Corporate Buildings, das sind Wohngebäude. Und die Rendite wird ganz anders zusammengesetzt und in der Höhe bleibt die Nutzfläche gleich. Die Kosten, die Investition wird höher. Und natürlich sicher auch andere Bauregulierungen und andere Finanzierungen. Wir sind dann beim zweiten Mal, da kommen wir eigentlich auch schon aufs heutige Thema, sind wir mit dem Stadtentwickler Andreas Gourvassier, haben wir einen Spaziergang gemacht mit Basel West und haben mehrere Wohngenossenschaftssiedlungen oder Wohngenossenschaftsgebäude als besucht, sozusagen eine Zusammenfassung der letzten 50 Jahre und haben untersucht, okay, wie ist die Finanzierung, die genossenschaftliche Finanzierung, wie funktioniert die überhaupt und was heißt das in der Form? Und am Schluss sind wir im Felix-Platte-Spital, im ehemaligen, auf der Baustelle gestanden. Eigentlich dort, wo früher der Eingang des Felix-Platte-Spital war. Und wir sahen rund dreistöckige Lobby, die frisch reingebaut wurde, die eine höhere sechsstellige Summe gekostet hat, dieser Einbau. Und da haben wir auch über Finanzierung gesprochen. Wie ist das beim Genossenschaftsbau möglich? Und was heißt das? Es ist ja eine Gesamtbausumme dort von, glaube ich, 270 Millionen. Also wir bewegen uns da in ziemlich auch hohen Kosten. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir dann eine Veranstaltung gemacht haben mit ehemaligen Studentinnen vom Hyperwerk, die einen dritten Weg gesucht haben. Also ist es möglich, via Privateigentum, wir wissen alle in der Schweiz, wenn wir von der Wohnungsfrage ausgehen, dass wir vor allem mit Pensionskosten zu tun haben. Also Privatbesitz, ganz klare Renditevorstellungen. Gibt es Möglichkeiten bei anderen Finanzierungsmodellen, also privaten Finanzierungsmodellen, Investoren, vielleicht Fragen der Partizipation, der Entwicklung, der Art, wie sich die Nachbarschaft formiert, reinzubringen. Das ist eine Unmöglichkeit. Und das Projekt Büro Giacometti heißt das. Da ging es um eine Siedlung 60er Jahre, Bausanierung notwendig, also Beton,
60er-Jahr-Gebäude. Und zumindest wurde dort geschafft, dass es nicht zu einer Leersanierung kam, also dass die Mieterinnen weiterhin da wohnen können und gewisse Bedürfnisse erfüllt werden. Und ich freue mich jetzt eben heute, Eike Frenzel von Dreier Frenzel hier zu haben. Die Einladung ist eigentlich entstanden, dass ich solche oder dass wir im Gespräch solche Zwischenlösungen, was gibt es noch anders in der Wohnungsfrage an Modellen? Und ich bin dann auf das Buch, das leider noch nicht herausgekommen ist, wird im nächsten Frühling herauskommen, Social Loft gestoßen, was von Dreier Frenzel, ihr seid Hauptherausgeber, wenn ich das richtig gelesen habe, wo verschiedene genossenschaftliche Wege eigentlich vorgestellt werden. Das war der Grund, zu versuchen, euch zu erreichen, was dann schlussendlich gelungen ist. Und ich freue mich jetzt auf den Vortrag. Ich verzichte auf eine Vorstellung. Das können Sie, kannst du besser als ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich möchte heute eigentlich ziemlich frei von unserer eigenen Praxis sprechen, von unserer Erfahrung als Architekten. Wir haben unser Büro 2008 gegründet, ist jetzt schon eine kleine Weile her. Vorher, nur in Klammern, war ich hier in Basel, habe bei einem recht bekannten großen Basler Büro gearbeitet. Und bin dann in die Westschweiz nach Lausanne gezogen und habe da das Büro gegründet. Und seitdem ja, fast 20 Projekte realisiert, was jetzt nicht wenig ist. Wir sind keine ganz unerfahrenen Architekten mehr, was aber auch nicht so wahnsinnig viel ist, weil wir immer noch eine relativ kleine Struktur geblieben sind. In dieser Zeit haben uns Projekte allen Maßstab, aller Größe, jedes Programm interessiert, aber hauptsächlich Wohnungsbau. Und da haben sich dann einige Projekte ebenso angehäuft. Und als dann die Anfrage kam zu dem Thema Form Follows Finance, ist uns das fast wie Augen von den Schuppen gefallen, dass die Projekte ganz unterschiedlich geworden sind, unter anderem auch, weil sie ganz unterschiedlich finanziert wurden. Die Finanzierung von Projekten an sich ist eher für Architekten wieder eine trockene Thematik und es ist auch meistens was, was uns nicht berührt, weil es eigentlich davor kommt und dann berührt es uns noch, weil uns der Bauherr irgendwie sagt, bitte Kosten Dach einhalten oder wir müssen doch noch eine Sparrunde machen. Aber die Finanzierung eigentlich als kreatives Werkzeug, um damit Architektur zu schaffen, das möchte ich heute eigentlich mit euch über unsere Projekte entdecken. Es sind drei Projekte von unserer eigenen Produktion und zur Einführung noch kurz ein Projekt von Gaudin zur Zeit der Industrialisierung in Frankreich, der ein ganz interessantes vorgenossenschaftliches Modell, eigentlich sehr visionär zu seiner Zeit entwickelt hat für seine Mitarbeiter seiner Fabrik. Vielleicht kennt ihr es. Und es sind recht große Wohngebäude, es sind für 1500 Arbeiter. Er hat kleine Öfen hergestellt, die damals sich gut verkauft haben und hat durch eine große Fabrik bauen müssen und musste eben Wohnraum schaffen für diese Arbeiter, weil er sonst nicht genügend Arbeitsplätze schaffen konnte. Und dieser Wohnraum musste natürlich günstig sein, aber er müsste auch attraktiv sein und er musste auch eine soziale Rolle erfüllen. Und das beginnt hier eben mit diesem Innenhof, es gibt drei Baukörper, drei sehr große Baukörper, also das ist schon eine Art und Weise, das Projekt günstig zu machen, das war damals auch schon so.
Und dann gibt es diesen kollektiven Innenhof mit den Laubenganganschließungen zu den Wohnungen hin und mit einer großen kollektiven zentralen Fläche. Also hier sieht man die Fabrikhalle und nebenan diese drei Volumen für diese 1500 Personen, die dann jeweils pro Gebäude noch diesen Innenhof eben besitzen. Und das ist der eine Teil vom Projekt und der andere Teil ist das, was man hier sieht. Es ist die Schule, es sind die Gewerbeflächen, wo es kleine Läden gibt und es ist die Kirche. Und diese Gebäude wurden dann im Nachhinein finanziert durch die Bewohner, durch die Mieteinnahmen von diesem Familistère, von diesem ersten Genossenschaftsbau, den es eben da gibt. Was interessant ist, der Genossenschaftsbau also besteht aus diesen drei Körpern, wo es dann ganz einfache Grundrisse gibt, ganz kompakte Grundrisse, ganz kleine Zimmer und dann eben dieser ganz großzügige Innenhof. Und es gibt keine Küchen zum Beispiel in der Wohnung. Die Idee war, dass die Frauen das stigmatisiert wird und in den Herd gestellt wird, sondern es wurde gemeinschaftlich gekocht für alle. Das hat natürlich seine Grenzen in der Funktionalität, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber die grundsätzlichen Ideen, die sozialen Ideen, die waren natürlich spannend und die finden sich auch heute noch in zeitgenössischen Projekten wieder. Und eben wie schon erwähnt, gab es genossenschaftlich organisierte Bäckerei, Épicerie, von der Schule gesprochen und so weiter. Also alles, was zum öffentlichen Leben dazugehört, wurde im Projekt mit organisiert durch die Genossenschaften, also durch die Arbeiterfamilien. Und die Gewinne, die dabei erwirtschaftet wurden, wurden dann in diese Institutionen wieder investiert. Das erste Projekt aus unserer Produktion ist in seinem Finanzierungsmodell vielleicht das klassischste. Es ist ein Apartmentgebäude in Werdo, was wir Fraktal genannt haben. Fraktal eigentlich aus einer formalen Überlegung heraus, wo uns die Parzelle eine Art Korsett geschnürt hat, indem wir uns mit unserer Volumetrie eingespannt haben und dann innerhalb dieser Volumetrie dann weitere Volumetrien stattfinden, die dann schlussendlich diese Art immer unmöglichen, dreieckigen, verkanteten Räume schaffen. Die finanzielle Herausforderung bei diesem Projekt war die Form der Parzelle, so dreieckig und so klein, genau an der Schwelle, ja, es macht noch Sinn, was zu machen. Vorher stand da ein Einfamilienhaus drauf. Die Verdichtung wurde ermöglicht dadurch, dass die Koeffizienten nach oben gesetzt wurden in dem ganzen West-Lausanner Bereich. Und daher ist es eigentlich ein typisches Projekt für diese Zone. Aber es gab schon vor uns einen Architekten, der sich da die Zähne dran ausgebissen hat, wo das Projekt leider nicht rentabel gemacht werden konnte auf dieser Parzelle. Wie haben wir das gemacht? Der wichtigste strategische Akt war eigentlich die Erschließung aus dem Inneren des Gebäudes herauszunehmen. Das heißt, wir haben die Parzellengrenze um das Gebäude herum. Das Gebäude befindet sich in einem Offset zur Parzellengrenze von 5-6 Metern, eben was das Baureglement in der Gemeinde Rönnow vorschreibt. Und dann konnten wir die Erschließung der Wohnung nach außen legen und sie wie baurechtlich, wie als Balkone, wie als Auskragung in der Fassade betrachten. Und daher waren sie aus dieser Abstandsregelung ausgeschlossen. Das heißt, im Inneren des Gebäudes für die Erschließung, das Einzige, was wir brauchen, ist der Liftkern.
und die 3-4 Quadratmeter eben, die nötig sind für das Minimum dieses Liftkernes, um da diese 8 Wohnungen zu erschließen. Das führte dann in der Konsequenz zu einem weiteren Schritt, nämlich das Gebäude als Exoskelett auszuführen. Das heißt, die Fassade und die Balkone und die Auskragung sind monolithisch in Sichtbeton ausgeführt und die Dämmung befindet sich innen. Das haben wir mit dem Statiker entwickelt, der uns schlussendlich auch da den Beweis geben konnte, dass die umlaufende Konsole für die Deckenplatte günstiger ist als die ganzen Konsolen für die Auskragung dieser Treppen. Und es hatte noch einen anderen Vorteil. Wir haben nur eine äußere Struktur mit einer inneren Dämmung und das war's. Also ein ganz kompakter Wandaufbau, der uns auch wieder im Vergleich zu einem klassischen hinterlüfteten Fassadenmodell Zentimeter gespart hat, die dann wieder als Wohnfläche rentabilisiert werden konnten. So sieht es aus, diese Treppen im Außenraum. Und jetzt ist was Interessantes entstanden, das gehört so ein bisschen zu unserer Praxis und zu unseren Überzeugungen, architektonischen Überzeugungen. Und zwar ist diese kollektive Geste eigentlich, die plötzlich die Wohnungen miteinander verbunden haben. Also alle Wohnungen hatten ihren eigenen Balkon und alle Wohnungen hatten aber auch noch diesen Zugang über diese Treppe mit diesem Treppenpodest, was immer ein bisschen breiter war, so dass es eben als Balkon noch nutzbar ist. Und diese Kommunikation, also das ist jetzt ein Foto kurz nach Fertigstellung, jetzt müsste man wieder mal hingehen, das hat sich jetzt alles belebt, da sind Pflanzen drauf und das sind kleine Balkone. Das hat schlussendlich zu dieser sozialen Dimension auch in diesem Akt geführt, der uns wieder als Architekten natürlich sehr interessiert. Wie schon gesagt, diese monolithische Ausführung mit den Auskragungen und dem Beton und auch mit der Mansarde, die auch wieder das Maximalvolumen ausgenutzt hat. Dieser Rücksprung in der Fassade im letzten Geschoss ist im Baureglement in der Gemeinderinnung vorgeschrieben. Und also dann gibt es hier die Deckenplatten, die thermisch getrennt sind. Und das war eben, wie gesagt, das kleinere Übel oder der kleinere Kompromiss in dieser Komposition, in dieser Konstruktion. Und hier zum Thema Fraktal. Also man sieht diese Form der Parzelle als Offset. Und dann eine andere Form, die sich aus der Logik der Schlafzimmer ergibt, die dann ich sag mal, kollidieren und diese meandrischen Enfilade-Räume schafft. Also da gibt es in verschiedenen Geschossen verschiedene Konstellationen. Es gibt die große Wohnung, die über das gesamte Geschoss geht, oder beziehungsweise die da, die dann eben aus dieser Dreieckkonstellation immer wieder neue Räumlichkeiten entstehen lässt. Und dann gibt es aber auch die kleineren, die Zweizimmerwohnung, die das dann räumlich wieder anders nutzt. Also, aber es gibt immer das Thema dieser Enfilade. So, in seinem Kontext. Schlussendlich dieser finanzielle Druck auf dieser Parzelle hat dazu geführt, dass wir das Volumen zu 100% ausgefüllt haben, den Offset von der Parzellengrenze zu 100% ausgefüllt haben und damit aber auch wieder im Kontext gewisse Parallelen oder gewisse Themen entstehen. Diese Mansarddächer, das ist halt was Typisches für die Gebäude des 19. Jahrhunderts im Kontext. Und hier noch der Blick von der anderen Seite, wo eben die Rede schon von diesem Druck oder von diesen Nadeln war, die dann entstehen können, wenn eben entsprechend finanzieller Druck auf einer Parzelle ist. Und das fand ich eben da noch in diesem Zusammenhang ganz schön, dass wir auch
in unserem kleinen, bescheidenen Maßstab in der Gemeinde Renault auch unsere kleine Nadel machen konnten, einfach weil die Parzellenform uns das so vorgegeben hat. Das nächste Projekt, im Gegensatz zum ersten, was privat finanziert war, mit einer klassischen, also klassischer Investor, das nächste Projekt ist finanziert mit einem ganz speziellen Modell oder zumindest für uns als Schweizer eher unbekannt, und zwar ist es in Paris. Und zwar ist es im Stadtzentrum von Paris, also hier ist die Fondation Cartier. Wir sind wirklich mittendrin in einem brachstehenden Quartier, was der katholischen Kirche gehörte, die darauf ein Spital unterhalten hatte, was aber jetzt verlassen ist und was jetzt neu erschlossen wird und mit Neubauten teilweise, das da und das da. Und dann mit Umbauten hier mit La Carton-Vassal und hier wird eine große Schule gebaut und das ist die, sind diese alten Gebäude, eben, die alle umgebaut werden. Und wir befinden uns da ganz am Rand. Wir gehören noch mit zu diesem Campus dazu und es ist die Stadt Paris, ist hier die Trägerin, die hier Eigentumswohnungen im Sozialbaustandard schafft. Also es ist wirklich was, was wir in der Schweiz nicht so kennen. Entweder hat man Sozialwohnung, dann ist man Mieter, oder hat man Eigentumswohnung, dann ist es eigentlich eher ein gehobenerer Standard. In Paris ist die Situation dass leider die Spekulation, vor allem im Stadtzentrum, die Preise so in die Höhe wuchern lässt, dass der Mittelstand aus der Stadt vertrieben wird. Das heißt, mit dem Lehrergehalt kann man sich keine Wohnung mehr in Paris leisten. Was noch dazu kommt, 80% der Bewohner in Paris oder in Frankreich sind Eigentümer, nur 20% sind Mieter. In der Schweiz ist das andersrum. Und daher hat die Stadt Paris Instrumente geschaffen, um diese Leute eigentlich in der Stadt zu halten. Das heißt, man kann Wohneigentum erwerben für sehr günstige Preise, also 50% unter dem Marktwert. Aber man darf damit nicht spekulieren. Das heißt, wenn man es wieder verkauft, muss man es wieder zurückverkaufen an die Stadt Paris, zu dem gleichen Preis, zu dem man es gekauft hat. Also eigentlich ein super interessantes Modell, weil es ist Eigentum. Wir entwickeln Verantwortlichkeit für unseren Eigentum. Aber gleichzeitig gibt es keine Spekulation. Und was eigentlich Wohnen sein sollte, es sollte eigentlich für alle zur Verfügung stehen. Und das ist dieses kleine Projekt. Und es gibt in der Stadt Paris dann zwei Institutionen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber eine stellt das Grundstück zur Verfügung und die andere baut dann das Gebäude darauf und verkauft es dann an die Eigentümer und organisiert die ganze wird in Partizipation entwickelt und organisiert das alles bis zum Verkauf hin. Und die Institution, die das Grundstück zur Verfügung stellt, stellt es mit einem Pachtvertrag über eine Laufzeit von 80 Jahren zur Verfügung. Das heißt, die Eigentümer, müssen aber trotzdem eine kleine Miete bezahlen für diese Grundpacht. Das heißt, man kauft es einmal, muss dann aber trotzdem immer noch monatlich einen kleinen Betrag bezahlen für diese Grundpacht. So, wir haben diese Situation hier übersetzt wieder in diese Hofsituation. Es ist eigentlich für diese kollektiven Projekte immer interessant, diese Zweiseitigkeit oder Dreiseitigkeit zu schaffen, um damit auch dem Kollektiv einen Raum zu geben.
Donc, also es gibt diese gemeinschaftlichen Flächen, die sich über die Wiederlaubengangerschließung bis zu den Dachflächen hin erstreckt. Laubengang ist bei allen Projekten bei uns ein Thema. Einerseits aus dieser finanziellen Vorteil, weil wir nur eine vertikale Erschließung brauchen, wo man sonst hätte für, hier sprechen wir von 33 Wohnungen im Projekt, wo man sonst hätte bei 3 Spanner oder 4 Spanner eben so und so viel mehr Treppenhäuser realisieren müssen. Und das andere ist aber auch der kollektive Wert. Und wir legen immer darauf Wert, dass diese Laubengänge qualitativ sind, dass sie gut ausgerichtet sind, dass sie zum Süden ausgerichtet sind und dass sie daher auch als aneigenbare Flächen vor den Wohnungen genutzt werden können. Wie gesagt, das Projekt wird also es ist noch in Planung, in Partizipation entwickelt. Das heißt, die zukünftigen Eigentümer, die jetzt hier zu diesem Zeitpunkt, also das war vor 2 Wochen im Pavillon d'Arsenal, eine öffentliche Partizipationssitzung, weil das in Paris noch mal so bekannt ist, da gab es ein öffentliches Interesse dafür. Und die haben da schon den Vertrag unterschrieben gehabt und sie wissen, welche Wohnung sie bekommen. Und jetzt wird eben diskutiert, also wie Partizipation eben stattfindet. Es wird darüber diskutiert, wie die Dachterrassen ausgestattet werden. Es wird darüber diskutiert, ob es Gemeinschaftsküchen gibt im kollektiven Raum und so weiter und so fort. Aber auch das hängt eigentlich mit diesem Finanzierungsmodell zusammen, dass wir schon Eigentümer vor unserer Nase sitzen haben. Das Projekt baut sich wie in 3 Elementen auf oder vertikaler Schichtung auf. Es gibt im Sockelgeschoss diesen Innenhof und da ringsrum die Wohnungen. Dann gibt es über diesem Sockelgeschoss mit diesem Innenhof Thema hier, das sich dann erweitert und mit den Gemüsegärten, das, was wir Belletage nennen, das sind noch spezielle Nutzer. Das ist ein Verein für Sehbehinderte, die da Wohnungen für ihre Sehbehinderten organisiert haben. Und daher ist diese Thematik der Belletage entstanden. Die brauchen mehr Licht, daher ist alles verglast. Und darüber befinden sich dann die klassischen Wohngeschosse. Mit diesem einen Treppenhaus, der Laubengangerschließung und dann diese Wohnung, die sich da immer durchgesteckt von der Hoffassade zur Straßenfassade eben durchstrecken. Und wir sehen es schon, es sind sehr kleine Wohnungen. Und das Wohnzimmer ist kaum größer als ein Schlafzimmer. Das ist aber Pariser Standard und die Leute, die da reinkommen, die sind schon heilfroh, dass sie das haben und dass sie das sich leisten können. Aber das ist für uns wieder interessant, weil diese Dichte und diese kompakten Grundrisse auch dazu führen, dass wir gewisse ökonomische Freiräume haben für die kollektiven Bereiche im Projekt. Sieht man hier noch im Schnitt, diese Vis-à-vis auch da im Straßenraum, typisch Paris oder sind so 20 Meter oder weniger und eher vertikale Räume. Daher auch diese Thematik, dass die Wohnungen einfach durchgesteckt sein müssen, dass man 2 Ausblicke hat. Und hier die architektonische Umsetzung mit dieser Belletage, mit dieser Vollverglasung und dem Erdgeschoss und dem Sockelgeschoss und dann dieser Abtreppung wieder auch da. Das Volumen ist maximal ausgenutzt, maximal in die Höhe gegangen und das sind die Bauvorschriften im Quartier, die uns dann diese Rücksprünge vorschlagen. Und das ist die Seite zum Hof, die sich dann zum inneren Teil dieses neuen Quartiers hin orientiert. Mit den Laubengängen, dem gemeinschaftlichen Hof, mit den Gemüsegärten und dann hier noch dieser Patio, der noch Licht nach unten bringt, für die kollektiven Bereiche im Erdgeschoss, beziehungsweise es gibt ja noch Wohnungen auch hier im ersten OG. So, und jetzt schon zum letzten und aber auch größten Projekt und auch unser ältestes Projekt. Wir haben den Wettbewerb 2010 gewonnen
für das Eco-Quartier Jonction in Genf. Es war ein Wettbewerb für sechs verschiedene Bauherren. Das heißt, wir haben die Stadt Genf, eine Wohnungsbaugesellschaft, eine Genossenschaft, die Außenräume ist ein Bauherr. Wir haben ein großes Parkhaus unter diesem Gebäude hier. Und hier haben wir noch die Museumsdepot oder Museumsarchive aller Museen der Stadt Genf. Das heißt, es ist ein riesiges Projekt, wahnsinnig komplex. Daher möchte ich mich heute eigentlich hauptsächlich auf dieses Projekt hier konzentrieren, den klassischen Genossenschaftsbau oder vielleicht klassischen im Sinne, was man eben heute so kennt, was in Zürich jetzt passiert ist in den letzten 20 Jahren. Das ist in dem Sinne klassisch, aber es gibt natürlich auch klassische Genossenschaften wie Eisenbahner oder die SBB-Genossenschaft oder die Wohnraum für ihre Arbeiter schaffen. Das ist hier nicht der Fall. Also es ist eine selbstverwaltete Bewohnergenossenschaft. Ja, das Ziel in diesem großen Projekt war es, möglichst eine große Vielfalt zu schaffen an unterschiedlichen Angeboten, unterschiedlichen Wohnangeboten, um möglichst viele unterschiedliche Lebensweisen unterzubringen, aber gleichzeitig mit sehr kompakten und großen Volumen. Also wir waren, glaube ich, im Wettbewerb die Einzigen, die diesen Schritt so radikal gegangen sind, die gesagt haben, es gibt 3 überirdische Bauherren, wir machen 3 Volumen. Alle anderen waren viel kleinteiliger eigentlich. So, und das sieht man jetzt auch hier im Kontext, im städtischen Kontext. Also wir befinden uns auch hier im innerstädtischen Bereich von der Stadt Genf. Hier ist die Rhone, oder? Und hier ist die Jonction irgendwo in der Verlängerung hier. Also der Zusammenfluss von Larve und Rhone. Und wir befinden uns hier am ehemaligen Standort, an einem ehemaligen Industriestandort, wo auch das Artemis-Quartier stattfand. Es war eine kulturelle, temporäre Umnutzung, die aber dann über 20, 30 Jahre gedauert hat und die dann schlussendlich in dieser Eco-Quartier-Nutzung finalisiert worden. Ja, und hier sehen wir eben diese 3 großen Volumen, die aber im städtischen Kontext überhaupt keine Fremdkörper sind. Und daher haben wir auch mit diesem Klischee gebrochen, dass ein Eco-Quartier sowas Kleinteiliges und sowas Grünes und sowas Nettes hat. Also grün ja, aber wenn man ökologisch sein will, muss man hauptsächlich dicht bauen, oder? Und eben wie gesagt, das andere Thema war die Vielfalt der Lebensweisen. Unser Ziel war es, so viele wie mögliche Grundrisse zu schaffen. Also eben nicht die Arbeit an einer perfekten Typologie, sondern die Arbeit an ganz vielen unperfekten Typologien, wenn man so sagen kann. Also das Projekt ist so angelegt, dass wir eine sehr große Flexibilität, Planungsflexibilität geschafft haben, sodass wir im Planungsprozess dann die verschiedenen Typologien eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise in dieser Skelettstruktur deklinieren konnten. Das Projekt wurde zusätzlich auch in diesem partizipativen Verfahren entwickelt. Auch hier hatten wir schon mit den zukünftigen Bewohnern zu tun. Wie diese Verfahren dann funktionieren, das wäre jetzt wie fast eine eigene Vorlesung, das müsste man zum nächstes Jahr machen, aber grundsätzlich auch hier wieder ist es eben diese genossenschaftliche Finanzierung, das heißt, der Vorteil der Genossenschaft ist, dass sie sehr niedriges Eigenkapital brauchen, also ab 5% Eigenkapital kann man die Projekte finanzieren. Und das sind die Genossenschafterbeiträge. Also bei der CODA, wenn man da eintritt, dann muss man eben einen Beitrag bezahlen und kommt dann auf eine Liste und irgendwann bekommt man eine Wohnung und zahlt dann eine Miete, die niedriger ist als die Marktmiete. Das heißt, das Ziel ist,
einerseits günstigen Wohnungsraum zu schaffen, außerhalb wieder der marktwirtschaftlichen Spekulation und gleichzeitig aber trotzdem einen relativ guten Lebensstandard zu haben und gleichzeitig auch dieses kollektive Leben zu entwickeln. So, wie gesagt, die Planungsflexibilität haben wir erzeugt, indem wir eine ganz simple Skelettkonstruktion gewählt haben, also Decken, Stützen. Und die farbigen Linien sind die Wohnungstrennwände über die verschiedenen Geschosse hin. Da sieht man, dass wirklich jedes Geschoss anders ist und dass damit eben diese Vielfalt der verschiedenen Typologien entsprechend dieser Vielfalt dieser Lebensweisen entstehen kann. Das Bausteinbild, also es ist wirklich so passiert, wir haben diesen Prozess dann auch später Domestizierung genannt, also weil es ist eigentlich ein Parkhaus, was man dann auskleidet mit, oder was man eben dann wohnlich macht, oder mit Wänden, mit Böden und allem, was es eben so braucht. Ein anderes Ziel noch in diesem Projekt und was uns eben wieder an dieser genossenschaftlichen Finanzierung steht, da einfach genügend Freiraum zur Verfügung ist, die Vervielfältigung der Schwellen. Das heißt, dass man auf ganz verschiedenen Maßstäben des Projektes Räume schafft, die man, ich sag mal, im klassischen Investorenbau so nicht vorfindet. Also das Klassische ist, oder man ist auf dem Bürgersteig, man geht in das Treppenhaus, man kommt an die Wohnungstür und dann ist man bei sich zu Hause. Und hier war eigentlich das Ziel, dass man von dem Bürgersteig bis zur Wohnungstür noch 5 Stationen hat. Dass man noch eine Station hat, die sich an das Quartier richtet. Dass man eine Station hat, die sich an das Gebäude, an alle Bewohner richtet. Dass man eine Station hat, die sich an das Treppenhaus oder an das Treppenpodest richtet und so weiter und so fort, bis man dann in die Wohnung kommt. Und selbst in der Wohnung gibt es noch diese öffentlichere Wahrnehmung. Was das heißt, zeige ich dann gleich. So, das ist mal ein Schnitt und ein Grundriss. Also es gibt diesen höheren Bereich und dann ein sehr hohes Erdgeschoss und dann diese Art Galette, die man hier im Grundriss sieht. Das ist der Turm. So. Mit ungefähr 100 Wohnungen und hier blau markiert, blau und rosa markiert, die gemeinschaftlichen Nutzungen. Also man sieht, das sind alles Nutzungen, die nicht rentabel sind. Es gibt keine Mieteinnahmen für diese Flächen. Das heißt, die sind mitfinanziert durch diese Einnahmen. Das heißt, tendenziell jede Wohnung ist ein bisschen kleiner als das, was jetzt der klassische 3,5 oder 4,5 Zimmer Wohnung wäre und gibt ein paar Quadratmeter zu diesen kollektiven Flächen. Das ist die Strategie, das ist der Mindset von dieser Genossenschaft CODA, die ursprünglich aus einer Squat-Bewegung resultiert. Und ja, das sind diese Räume. Das sind eben ganz verschiedene. Es gibt ein Holzatelier, es gibt einen Musikraum, es gibt einen Spielraum, es gibt Mietergärten und so weiter. Also es ist eigentlich das Angebot eines kleinen Dorfes in einem Wohngebäude. Dann ganz wichtig, aber das ist jetzt nicht so, ist der Waschsalon. Der muss auch natürlich nicht im Keller sein, sondern an einer attraktiven Lage mit Außenraum auch zum Wäschen trocknen. Und natürlich auch, was nicht mehr geht, wenn man schon Buanderie hat oder wenn man Waschsalon hat, dann muss man ausreichend Maschinen haben, damit es keine Engpässe gibt und damit man sich nicht mehr in diese Listen eintragen muss. Also alles das, was eigentlich dazu führt, dass Investoren heute sagen, ja, nein, es muss jede Wohnung muss seine Waschmaschine haben. Das sind eigentlich falsche Gründe und es gibt eigentlich nur gute Gründe, sich da zu treffen und ja, Plan Apero im besten Fall auf der Terrasse noch zu nehmen, während die Wäsche wäscht. Also, wie gesagt, es ist nicht wahrscheinlich was
sich auf die Allgemeinheit der Bevölkerung anwenden lässt. Aber in diesem Kontext dieser Genossenschaft sind das Themen, die eben funktionieren und die gewünscht sind. Dann gibt es die Mietergärten, da gibt es ein Gewächshaus, was da zur Verfügung gestellt wird. Es gibt so Frühbeete und so weiter. Das haben wir mit Westpol, Landschaftsarchitekten hier auch aus Basel, zusammen entwickelt. Die Gärten, das ist dann halt auch alles ein bisschen genossenschaftlich, aber produktiv. Dieser große Innenhof, also als ich von diesen Schwellen gesprochen habe, hier sind wir klar an dieser Schwelle, die sich an das gesamte Gebäude richtet. Da kann man auch die Kinder zum Spielen runterschicken. In diesem, sag mal, großstädtischen Kontext von der Stadt Genf. Und dann wieder das Laubengang-Thema. Wir erschließen diese 100 Wohnungen in diesem Turm mit nur zwei Treppenhäusern und dann diese überbreiten Laubengänge, die einerseits Erschließung sind, andererseits aber auch die privaten Balkone, die dann diese vorletzte Schwelle auch darstellen, bevor man eben in diese Wohnungen kommt. Und dann gibt es auch sehr spezielle Typologien. Also wir haben bis zu 20 Zimmerwohnungen, das sind diese Clusterwohnungen. Sie kennen es auch aus wahrscheinlich verschiedenen Projekten in Zürich. Und das sind Dinge, die sind wieder entstanden während der Planung in der Partizipation. Also da haben sich Gruppen, Mitbewohner, zukünftige Mitbewohner für diese Cluster im Partizipationsprozess gefunden, die dann gesagt haben, ja, wir möchten dieses Kollektiv bilden. Soziologisch auch gesehen ist das ziemlich interessant, weil die Bevölkerungsgruppe, an die wir uns da adressieren, die wir mit Soziologen die Bobos nennen, also Bohème Bourgeois, ist es eine Bevölkerungsgruppe, die transversal, egal welche Einkommensgruppe und egal welche Altersgruppe, miteinander sozialisieren. Und daher haben sich da Cluster gebildet, eben mit Studenten und älteren Menschen zusammen, jüngere Patchwork-Familie mit älteren Leuten, wo es dann diese Entre-Aide gibt und eben sehr spezielle Wohnungen. Also man sieht es hier, das ist eine Wohnung, oder? Und da gibt es den Wohn- und Essbereich und dann da gibt es diese Cluster, diese Anreihung von Zimmern, die immer aus zwei Modulen bestehen, also immer ein kleiner Wohnbereich mit einer kleinen Teeküche und dann einem Schlafbereich, welcher aber in einer Art räumlichen Kontinuität zusammenhängt. Und die auch wieder, die sind sehr, sehr kompakt. Also da hat man weniger Quadratmeter als im klassischen Wohnungsbau, aber man sieht eben auch dann die Großzügigkeit, die dann in den kollektiven, gemeinschaftlichen Bereichen dadurch entstehen kann. Also da sieht man jetzt eine Reihe von Bildern, die sich auf bei diesen Clustern auf den kollektiven Bereich beziehen. Hier diese gemeinschaftliche Küche, auch mit einer Verdoppelung der Küchenzeile. Also entsprechend der Anzahl der Bewohner muss man dann auch die Infrastrukturen anpassen. Und dann dieser Sprung von dem Privaten, hier noch über diesen inneren Patio, mit dem privaten Cluster und dann da dem kollektiven Bereich, wo es dann hier noch diese Teeküche gibt, die dann auch den Rückzug ermöglichen. Also das ist wichtig auch und das haben wir auch dank der Partizipation an diesem Projekt gelernt. Wenn man diesen kollektiven Weg gehen will und relativ offen sein will, und eben, dann muss man die Privatsphäre stark schützen. Und das sind so Strategien, hier kann man auch mal 3 Tage krank im Bett liegen, ohne dass man da raus muss aus seiner kleinen Zelle, oder? Und das ist eben wichtig, dass man das schützt, um dann auch die Bereitschaft unter den Bewohnern zu haben, sich viel kollektiver ansonsten zu verhalten. Und das sind diese privaten Bereiche, auch wieder in diesem städtischen Kontext mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, die dann aber wieder sehr kompakt und zellenartig, eben wie schon gesagt, sehr ökonomisch umgesetzt sind. So, und jetzt nochmal der Sprung nach unten von den Wohnungen, weil auch da wieder Form follows Finance.
Die Erdgeschosse waren vom Bauherrn öffentlich gewünscht oder kommerzialisiert gewünscht, aber mit, wie soll ich sagen, alternativen Programmen. Also nicht mit harten ökonomischen, innerstädtischen Programmen wie Denner, wie, ich weiß nicht, kommerzielle Flächen, die eben diesem Finanzdruck an diesem Standort entsprechen, sondern sie wollten eigentlich alternativere Programme. Das heißt, sie mussten die Mieten, konnten wieder nicht dem Marktwert entsprechen, sondern sie wurden eigentlich, wenn man so will, durch die Mieteinnahmen der Wohnungen querfinanziert und subventioniert, damit da diese alternativeren Angebote entstehen können, die auch diesem Bild und diesen Bedürfnissen auch der Bewohner in diesem Quartier entsprechen. Das ist der Blumenladen. Da haben wir auch dann noch in diesem Riesenprojekt noch viele kleine Teilprojekte gehabt, wo wir dann noch die Innenausbauten gemacht haben. Das war ziemlich, also wir haben den Wettbewerb 2010 gewonnen und 2019 haben wir das Projekt übergeben. Also es ist eine lange Reise. Das sind die Büros von der Genossenschaft, die sich da auch ihren Sitz hineingelegt hat. Und auch da, dass solche Dinge und solche fast schon postindustrieller Charme, der entsteht natürlich noch mit einer harten kommerziellen Auseinandersetzung dieser Erdgeschossflächen. Dann gibt es eine Brauerei und die genossenschaftlich organisierte Epicerie. Und jetzt zum Abschluss, also wir gehen von innen nach außen. Auch da wieder die Außenräume sind teilweise finanziert durch die Bewohner, beziehungsweise durch die drei Bauherren und teilweise durch die Stadt Genf. Das heißt, es gibt diese Kofinanzierung, die auch dadurch wieder eine Art Co-Verantwortlichkeit erzeugt für diese Außenräume. Es gibt diese Art Wegenetz, was das ganze Quartier mit den zwei Hauptachsen Rue du Stand und Boulevard Saint-Georges verbindet. Und hier gibt es noch einen sehr schönen großen Park, ein ehemaliger Friedhof mit einem sehr schönen großen Baumbestand, von dem wir natürlich wunderbar profitieren konnten da. Und innerhalb dieses Außenraumes gibt es ganz viele Flächen, die durch eine Mietervereinigung jetzt unterhalten werden. Also die Stadt Genf ist da raus aus dem Unterhalt und es sind wirklich die Mieter des Projektes, die sich da investieren. Und jetzt zum Abschluss noch einige Bilder, die dieses Leben illustrieren, was da auch dahinter steht und was natürlich zusammenhängt mit der Ideologie, mit diesem Lebensstil dieser Koda-Genossenschaft und dieser Koda-Bewohner und Anhänger. Auch alles oder viele permeable Flächen, das war auch wichtig, aber gleichzeitig multifunktionell nutzbar. Und es geht jetzt dieser Zoom-Out wieder, oder? Und diese Position in der Stadt. Große Volumen, kompakte Volumen, das ist eigentlich das beste Mittel, um ökonomisch zu sein, um sich dann gewisse Spielräume zu schaffen für diese kollektive Thematik. Und natürlich auch die Höhe des Projektes hat da geholfen. Also wir hatten da auch einen Quartierplan, der dann angepasst wurde. Wir sind oberhalb dieser klassischen 21 Meter Höhe der Stadt Genf. Und
Es war eine wirklich interessante Erfahrung, das vielleicht auch dazu beiträgt, dass dieser Begriff Ecoquartier ein kleines bisschen aufgeweitet wurde und wieder auch in einem städtischen Kontext angesiedelt werden kann. Und Eco heißt eben ökologisch, heißt aber auch ökonomisch. Und diese ökonomischen Transfer, das ist wirklich was, was uns groß interessiert hat und was wir auch zusammen mit den Bewohnern da kultiviert haben. Und ich bin eben leider nicht in Genf, sondern in Lausanne. Ich könnte mir aber auch selbst vorstellen, in so einem Projekt zu leben. So, jetzt mein letzter Slide. Vielen Dank schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mir erlaubt, den Begriff vom Follows Finance ein kleines bisschen elastischer zu formen und eben auch von sozialen Aspekten zu sprechen, von einem kollektiven Geist im Projekt, von diesen vielen verschiedenen Lebensstilen oder Lebensweisen, die eigentlich sehr reich ist in unserem Lebensraum, die wir auch kultivieren sollten. Und die Toleranz, die sich dadurch auch entwickelt, ich denke, es bringt uns insgesamt weiter, es bringt unsere Städte weiter. Auch die Form folgt natürlich auch einer Ideologie, die natürlich bei allen drei Projekten steht eine Ideologie dahinter und die braucht es auch und die muss auch vom Bauherrn kommen und die muss man auch als Architekt aufnehmen können und umwandeln können. Und natürlich die Gewinne oder die Benefits, aber die Gewinne eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise, nicht nur finanzielle Gewinne, sondern auch der ökologische Gewinn, der auch für den Bauern eine Rolle spielen sollte. Und das ist auch unsere Rolle als Architekten, die Bauern damit zu leiten und eben nicht immer nur das Günstigste und das Ökonomischste zu machen. Wir hatten natürlich Glück mit zum Beispiel jetzt diesem letzten Bauherr, wo diese Thematik immer im Vordergrund stand. Aber es ist natürlich auch ein Kampf und den muss man immer weiterführen. Ich kenne einige von Ihnen als Kollegen und als langjährige Architekten, die diesen Kampf auch führen und immer geführt haben. Und für mich schlussendlich kommt es darauf zusammen. Also diese Verlegenheit über Geld zu sprechen und die Verlegenheit über Finanzierung von einem Projekt zu sprechen, die sollten wir eigentlich ablegen können, um damit auch wieder kreativer umgehen zu können. Und schlussendlich, so das ist dann mein letztes Statement, schlussendlich tragen wir mit dem Bauherrn und auch den zukünftigen Bewohnern die Verantwortung zusammen, was entsteht in diesem Projekt und wie es gebaut wird und was man, wo man das Geld investiert. Vielen Dank. Wir setzen uns noch. Also auch vielen Dank. Ich habe viel aufgeschrieben. Wir müssen jetzt nicht alles diskutieren, machen dann irgendwann Feierabend. Ich öffne jetzt die Runde. Vielleicht mit ein, zwei Sätzen. Mir ist Bill Clintons It's the economy, stupid, in den Sinn gekommen und auch die Grenzen dieses Begriffes. Weil ans Geld zu denken, heißt nicht, aus Geldgründen zu arbeiten. Und ich fand das, also etwas, was für mich im Kern ganz spannend war, wir werden sehen, wo uns die Diskussion hinführt, ist eigentlich, was ist überhaupt die Rolle des Architekten, der Architektin?
Und da sehe ich meine ganz andere Rolle zu spüren, die auch sehr wichtig ist. Aber ich möchte jetzt nicht vorgreifen von meiner Seite, sondern vielleicht gleich in die Runde. Was für Fragen, für Inputs gibt es von... Das ist dann auch besser. Ja, es gibt natürlich ganz viele Fragen. Also einerseits einmal eine ganz technische, diese Lauben oder diese Außentreppen, wie werden die brandschutztechnisch betrachtet als Fluchtwege? Und, aber wirklich ernsthaft würde mich interessieren, meine Erfahrung ist ja, und Sie haben ja auch so Wettbewerbe gewonnen. Und wenn ein Wettbewerb gewonnen ist, dann sind ja schon ganz viele Pflöcke gemacht. Also wie gewinnt man einen Wettbewerb, wenn man so vage bleibt, dass man tatsächlich dann noch Lifestyle und kollektiv und sozial dann in einer Entwicklungsarbeit berücksichtigen kann? Ich denke, das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich funktionieren die Wettbewerbe am besten, die schon in Partizipation entwickelt wurden. Das heißt, bevor selbst der Architekt ins Spiel kommt, gab es schon Partizipation. Das heißt, der Wettbewerb, das Programm, die Organisation, das alles wird eigentlich schon mit Partizipation entwickelt. Dann hat man schon viel erreicht, sage ich mal. Danach gibt es auch, wie wir es jetzt bei dem Projekt in Paris gesehen haben, Verfahren, wo man sich gar nicht mehr mit einem Projekt bewirbt. Oder wo es kein Wettbewerb, also es war auch ein Wettbewerb, aber wir haben uns mit einer Strategie der Partizipation beworben. Und das war einfach die Frage, ja, wie baut man das auf? Wie kommt man, also wir haben einfach gesagt, okay, wir müssen das Projekt mit verschiedenen Arbeitsgruppen aufbauen. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich um das Wohnen kümmert, es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich um die Außenräume kümmert, es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich um die gemeinschaftlichen Räume kümmert. Und die muss man moderieren und dann in einer großen Sitzung, in einer großen Plenaire zusammenführen, um dann daraus ein Projekt zu entwickeln. Das heißt, Diese Arbeitsgruppen werden eigentlich Bauherren, geben uns diesen Input, die uns sonst den Bauherr gibt. Und das daher wäre so ein Prozess, wie er jetzt hier mit dem Projekt Klebeck so ungefähr funktioniert. Ich kenne es nicht, das Projekt, aber das, ich denke, das war das Extremste, was wir erlebt haben, dass man eben im Wettbewerb überhaupt gar keine Architektur mehr zeichnet, sondern nur noch darstellt, wie diese Partizipation funktionieren kann. Also wir hatten nur diese zwei kleinen Diagramme, die ich gezeigt hatte, mit diesem Hof und mit diesen Laubengängen. Und das führt uns auch gleich zu unserer nächsten Frage. Und das war aber das war das Einzige, was wir von dieser Architektur gezeigt haben. Alles andere ist dann entstanden während dieser Partizipationsphase. So, und jetzt zu den Laubengängen. Das ist natürlich brandschutztechnisch nicht so ganz banal. Das heißt, man muss je nach Brandschutzreglement, in Genf funktioniert das anders als in Lausanne, als in Paris, als so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir einen Fluchtweg bereitstellen müssen, 1,20 Meter breit, der gewährleistet ist. Und daher sind unsere Laubengänge immer doppelt so breit oder noch mehr, 3 Meter breit, damit eben diese private Aneignung noch stattfinden kann. Dadurch, dass es Außenräume sind, kann man aber brennbare, also es ist nicht wie ein Fluchttreppenhaus, oder wo man keine brennbaren Stoffe oder Möbel hinstellen kann. Und dadurch funktioniert es. Es ist natürlich bedingt den guten Willen der Bewohner. Wir haben noch ein anderes Projekt mit Laubengängen, das ist für Studentenwohnen. Da haben wir das auch mit diesen überbreiten Laubengängen gemacht.
Und da ging es dann ein bisschen runter und drüber. Und da musste dann ein, zwei Mal die Feuerpolizei kommen und sagen, ja, wir brauchen diesen 1,20 Meter. Und irgendwann haben sich aber die Mieter dran gewöhnt und dann funktioniert es schon. Das hatte ich eben so etwa im Auge, dass das schwierig sein könnte. Ja. Was ich jetzt aber auch interessant finde, ist, ich habe gesagt, die Rolle des Architekten, der Architektin. Und wenn jetzt ein Verfahren eigentlich sagt, okay, ihr müsst eigentlich die Prozesse, ich komme aus dem Institut Prozessgestaltung, also ich komme natürlich dann immer wieder auf die Prozesse, eigentlich, ihr müsst eigentlich die Prozesse eingeben und nicht das Resultat, also die Architektur, dass ja dann die Rolle sofort massiv sich verändert. Was mir aufgefallen ist, ist am Pariser Beispiel, diesen Shift von, der ja dann auch in Genf da ist, dieser Shift von zu kleinen Wohnungen, Paris mit ganz anderen sozialen, kulturellen Gründen und ökonomischen, zu kleinen Wohnungen, um die Gemeinschaftsräume finanzieren zu können. Was anderes war dieser Punkt, das hängt mit den Laubengängen zusammen, das hatten wir bei der Begehung mit Andreas Guras hier auch schon als Diskussion, dass diese Laubengänge, dieses Ermöglichen von sozialen, von kollektiven Erlebnissen eigentlich eine ganz wichtige Rolle ist. Ich weiß nicht, ob es in dem Kontext eine Frage. Also deine Frage generell, die Rolle ist ja, was ist die Rolle des Architekten? Und ich finde das schon eine interessante Frage. Und ich meine, historisch gesehen war die schon auch immer, dass man natürlich einen Bauherr gedient hat. Und das waren dann unterschiedliche Absichten dahinter, ein Schloss zu bauen oder eine Stadt zu bauen oder eine Kirche zu bauen. Und heute haben wir ja jetzt du bist in einer anderen Rolle gewesen, weil das erste war nicht, dass eine Spekulation stattfinden sollte, in keiner Weise. Das ist antispekulativ. Du hast Eigentumswohnungen gebaut, die man nicht vererben kann, die man nicht veräußern kann. Das man kann sie vererben. Vererben kann man ja. Sie voll, okay. Aber man kann sie eigentlich nie gewinnen. Also man kann nicht spekulieren, dass es super, wenn man sie vererben kann. Dann müssen wir wirklich mal überlegen, vielleicht, ob soll der Wohnraum, darf der überhaupt spekulativ sein? Warum ist der überhaupt spekulativ? Wann kam das eigentlich wirklich? Und das Verrückte ist ja, ich war ja da diese Needles anschauen dieses Jahr da am Central Park. Da wohnen ja nicht mal mehr Leute drin. Das ist so abstrakt geworden. Die wohnen da gar nicht drin, oder? Und das, was wir da in anderen Ferienresorten machen. Die Leute sind ja gar nicht da. Die haben einfach diese Ferienwohnungen und jedes Jahr sind sie 100.000 mehr wert oder in New York 1 Million. Also die Rolle des Architekten und heute sind natürlich, das ist ja eigentlich mein Punkt, warum ich das aufgenommen habe vom Forschung, behaupte ich, dass eben das meiste ist getrieben durch diese Rendite und eigentlich mehr zu machen. Und das findet in allem statt. Und nicht mal mehr die öffentlichen Bauten. Ein Stadion ist ja aufgetrieben durch das bei uns in Basel. Man muss das vermieten und dass wir da das Fußball schauen können und so. Und vielleicht wäre die Frage, ob soll eigentlich vor allem der Wohnraum überhaupt der Spekulation ausgesetzt sein? Und warum kam das überhaupt? Und muss das sein? Das muss ja nicht sein. Und es ist sehr ausgeprägt hier. Also das ist natürlich eine sehr politische Frage, wo man vielleicht die Tragweite überhaupt gar nicht abschätzen kann. Wenn man, also die Spekulation ist ja auch ein großer Motor. Und was ich heute vorgestellt habe, ist ja ein ganz kleiner Teil eigentlich von dem Wohnungsmarkt. Und ich finde es gut, dass es das gibt und es sollte es vielleicht noch mehr geben. Aber wenn es dann nur das gibt,
dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass es zu, ja, eben die Frage der Verantwortlichkeit stellt sich dann, auch die, ja, die Frage des Motors dahinter. Also der größte Teil, der größte Marktanteil sind schlussendlich Investoren, Angebote oder Promotorenangebote. Und ich fände das natürlich spannend, weil es mich interessiert und weil ich auch gerne da lebe und weil ich auch finde, natürlich wohnen, warum sollte mit meiner Miete jemand Geld verdienen? Ich will doch nur wohnen, aber das Gleiche könnte man auch zu Lebensmitteln sagen, oder? Es ist ja auch, du hast gesagt, ganz am Schluss, dass Bauherr und Architekt und Bewohner schlussendlich, Bewohnerinnen, eigentlich die Verantwortung gemeinsam tragen sollten müssen. Mhm. Und da kommt ja Verantwortung gemeinsam tragen, heißt in der heutigen Zeit logischerweise auch, wie kommen wir von unserem CO2-Print weg? Also wie kommen wir weg von dieser, und da ist natürlich Rendite als Treiber. Ich meine, das ist einfach faktisch ein Riesending. Also wie kommt, was ich spannend fand im ersten Gebäude, ist eigentlich auch für mich so eine Frage von Prozessen, die Rolle des Bauingenieurs beim allerersten Projekt. Mhm. Also mir geht es da um, ich bin nicht Architekt, ich komme nicht von der Architektur. Mich geht es da darum, das zu sehen, okay, dieses Exoskelett, da ist ja auch einiges drin an Fachwissen. Und es braucht ja dann die Bereitschaft vom Bauingenieur, auf sowas einzusteigen, als ein Bauingenieur das rauszukitzeln. Und wahrscheinlich dann auch mit dem also mit der Baubehörden etc. hat es ja da wahrscheinlich auch was gebraucht. Nein. Nicht? Muss ich dich enttäuschen? Das ist keine Enttäuschung. Wir hatten einen super Bauingenieur, der uns eigentlich auf diese Lösung gepusht hat. Also es kam eher von seiner Seite. Und daher auch diese Frage nach der Rolle des Architekten. Wir sehen uns eigentlich viel mehr als Mediator, muss mehr als Dirigent unbedingt. Natürlich muss man ein bisschen dirigieren, bei ihm mit jedem, der da so auf einem zukommt. Aber schlussendlich muss man sich auch das nehmen, was einem jeder bringt, und daraus eine gute Suppe kochen. Und da war es zum Beispiel so, dass der Bauingenieur gesagt hat, ja, macht doch Exoskelett, dann spart ihr euch noch ein bisschen Dicke in der Wand und ihr spart euch auch diese ganzen Konsolen für diese Balkone aus. Okay, wird wahrscheinlich schwierig, dem Bauherrn jetzt ein Vollbetonhaus zu verkaufen. Dann sind wir zum Bauherrn, junge Architekten, ein bisschen ängstlich. Völlig egal, wir vermieten das sowieso alles in Lausanne. Es gibt so viele Leute, die Wohnung suchen. Macht einfach, wie ihr das für richtig haltet. Okay. Es ging dann noch weiter. Also ist das Dach, dann hatten wir hatten noch die Betonfassade und es gab ein Blechdach. Also wirklich klassisch, sehr 19. Jahrhundert. Also es sah noch viel mehr wie die Gebäude ringsherum aus. Und dann sagte wieder der Bauingenieur, ja, das ist so steil, diese Mansarde, da kannst du 20 cm Beton ist da dicht, da brauchst du kein Blech drüber machen. Und dann lässt du das alles innen gedämmt und dann ist das doch gelöst. Ich sage, okay, ja, jetzt müssen wir wieder zum Bauherrn. Und er hat dann gemacht. Also schlussendlich haben wir einfach, es klingt ein bisschen fatalistisch, aber wir haben mit dem gekocht, was uns zur Verfügung stand. Und der Bauherr hat die gute Rolle gespielt, der Bauingenieur hat die gute Rolle gespielt. Wir haben das verstanden, was die uns alle gesagt haben. Und daraus ist es dann irgendwie so entstanden. Könnte ich jetzt genau gleich solche Geschichten, ich finde das auch spannend, weil es hat ja das Skoda-Gebäude erzählen. Ja. Aber das ist dann eben kein Exoskelett. Und da ist es eben eine Putzfassade mit Holzelementen und so weiter. Es waren einfach andere, auf Französisch sagt man Contrainte, aber Bedingungen oder andere Dinge, die auf uns eingeschossen sind, die man dann eben aufgenommen hat und dann daraus irgendwas
gebastelt hat und wieder freigelassen. Gebastelt, mir kommt der Bricolage-Begriff. Also dieses mit dem Vorhandenen, mit dem Gegebenen. Mhm. Aber natürlich hinten dran, ich habe vorher gesagt, Dirigent, also war es andere, Mediator. Mhm. Eine Grundidee war ja zu Beginn, da ist sozusagen das Dirigentenhafte, dass ein etwas an Billardkugel das Spiel in Gang bringen, aber dann eigentlich mit den Gegebenheiten, mit den Möglichkeiten basteln. Also es ist eigentlich viel mehr Improvisation. Aber Entschuldigung, also ich rede gern und da ist eine Frage. Praxis etwas zu reden. Ja. Zuerst noch kann ich bestätigen, heute ist die Zusammenarbeit mit dem Ingenieur also so gewesen, das ist eine so starke Vernetzung mit dem Ingenieur. Ich in meiner Karriere hat das sich zum Guten gewendet. Wir arbeiten heute mit dem Ingenieur sehr gut zusammen. Wir sind ein Team heute. Aber ein anderer Aspekt, was mich wundert, ich weiß nicht, habt ihr vom Entwurf, also das heißt vom Wettbewerb, vom Entwurf her, habt ihr alle sozialen Aspekte und sehr viel mit einbezogen für die Qualität, sehr stark beim Einbau, die Integration und diesen Quartier und so weiter. Habt ihr das begleitet? Habt ihr das im klassischen Bauherr-Architekten-Sinn gemacht? Oder war da ein GUT? Das ist doch das Problem, meine GUT gibt wo. Heute gibt es so viele Büros, die arbeiten, geben ihre Projekte ab, wie früher der Fachplan. Nehmen die ab, dann ist er weg. Ein Bau ist ein Wahnsinnswerk eigentlich. Und der muss von A bis Z eigentlich begleitet sein. Und das wird nicht mehr gemacht. Dann sind die Bauqualitäten. Dort spielt nur noch das Geld eine Rolle. Ich habe Kollegen heute, die darum diskutieren, sage ich, irgendwie gefällt mir das nicht oder jenes. Ja, weißt du, das glaube ich nicht dafür, der TU hat es gefordert. Oder der GU hat das befohlen. Oder der TU und GU hat gesagt, diese Fassaden hat er beim. Also die GU und TU vertreten eigentlich den Entwurf und die Entwurfsidee und die ganze Arbeit, die geleistet wurde, im seltensten Falle. Also es gibt einige, die da ein bisschen mitmachen, aber grundsätzlich sind das zwei Paar Stiefel heute. Da geht es nur um Geld. Mhm. Das ist das, was jetzt Eid gesagt hat, uns geht es gar nicht ums Geld. Am Schluss kostet jeder Fall eben die Nachhaltigkeit ist wichtig, die Wohnqualität, die räumliche Ausstrahlung und selbstverständlich der Städtebau. Schauen wir, was wir in Basel für Städtebau heute haben. Wir stehen ja die Jahre zu beenden. Aber nur zum Sagen, also, habt ihr jetzt das von Anfang an begleitet, diese Beispiele im Club gezeigt lassen? Also die Beispiele, ja. Aber wir haben natürlich auch mit dieser Thematik zu tun. Und ich bin da absolut einverstanden mit dir. Sobald der Totalunternehmer oder Generalunternehmer reinkommt, wird es sofort eine andere Zusammenarbeit. Die Verantwortlichkeiten sind eigentlich viel präziser abgesteckt und man ist auch viel schneller dabei, sich gegenseitig zu bezichtigen und eben sich die Verantwortung zuzuschieben. Wo ich schlussendlich, dass die gute Erfahrung gemacht habe in dieser genossenschaftlichen Modell, dass man das gemeinsam entwickelt und dass man gemeinsam eben die Verantwortung übernimmt. Und das ist, der Generalunternehmer ist dazu die Antithese, das ist klar. Also wenn möglich, machen wir es ohne, aber wir finden auch die Gewinnspannen, die sich diese Generalunternehmer machen, die investierst du doch lieber irgendwo in dein Gebäude, oder? Also, aber ich glaube, da sind wir alle gleicher Meinung vielleicht. Oder was? Im Wort Wohnschutz setzt euch ja Genf schon seit Jahren recht stark in unbekannter Formulierung. In Basel-Stadt haben wir uns die Sache jetzt erst neu angelacht und wissen noch nicht, was es wirklich heisst. Wie stark sind die,
Projekt in diesen Umständen, wo Genf da vorgibt, irgendwie anzusiedeln? Ist das etwas, wo aus der Not geboren ist, dass man jetzt solche Formen wählt? Einfach, wie ist die geschichtliche Herleitung? Kann man da noch etwas sagen? Also ich weiß nicht, ob ich ganz genau den zweiten Teil der Frage verstanden habe, aber vielleicht zum ersten Teil der Frage. In Genf gibt es die OSIRT, das ist die Behörde, die diese Wohnungsbau reguliert und schaut, dass eben die Quadratmeter stimmen, dass die so und so viel Zimmerwohnungen, die auf den Markt kommen, auch die entsprechenden Quadratmeter hat und auch den entsprechenden Preis hat. Und dadurch hat sie natürlich auch die Hand mit auf die Finanzierung des Projektes. Aber da gibt es natürlich Margen. Und man muss sich innerhalb dieser Margen bewegen. Und es gibt auch die Berücksichtigung unterschiedlicher Modelle. Also der genossenschaftliche Wohnungsbau wird da anders betrachtet als der klassische Wohnungsbau oder als Sozialwohnungsbau. Wir hatten eben bei diesem Studentenwohnen, das wäre in einem klassischen Genossenschaftskontext vom Mietpreis her und von den Quadratmetern her noch zulässig gewesen, aber dadurch, dass es Studentenwohnen ist, funktioniert das. Also man muss sich trotzdem innerhalb dieser gesetzlichen Vorgaben einfinden. Aber die Städte haben ja ein Interesse, zumindest die Stadt Genf, Zürich natürlich auch, die Genossenschaften stärker ins Boot zu bringen, vor allem für öffentliche Grundstücke, also hier in Genf war es Stadt Genf und Kanton Genf, die sich die Grundstücke geteilt hatten. Und daher gab es diesen Wettbewerb und wo zumindest ein Teil vom Wettbewerb musste genossenschaftlich sein. Sie haben auch die Regeln so aufgebaut für diese genossenschaftlichen Projekte, dass eben diese Marge entsteht, dass man eben das so finanzieren kann. Dann kommt noch dazu, dass das Eigenkapital sehr niedrig ist, dass es da noch eine Bürgschaft von der Stadt Genf gibt und so weiter. Also das ist gewollt, das ist gefördert. Und das ist vielleicht auch noch was zu dieser vielleicht sehr fast schon apokalyptischen Fragestellungen zurückzukommen. Es braucht natürlich, gerade bei öffentlichen Standorten, braucht es natürlich die öffentliche Hand, die auch diese genossenschaftlichen Modelle und diese nicht spekulativen Modelle pusht. Das ist natürlich klar. Und was jetzt aber passiert, ist, dass es Städte gibt, also wir hatten den Fall in Luzern, in Emmen, da haben wir einen Wettbewerb gewonnen mit einem Totalunternehmer. Und das war auch ein genossenschaftliches Projekt. Da gab es erst einen Investorenwettbewerb, wo man sich mit einem Genossenschaftsprojekt bewerben musste bei der Gemeinde. Und den Zuschlag hat dann eine Genossenschaft bekommen, die von der Halte AG, kennt ihr wahrscheinlich einige von euch, gegründet wurde und die auch unter Schirmherrschaft der Halte AG dann auch den Bauauftrag zur Halte AG gebracht hat. Und da fängt natürlich an, auch das System ein bisschen zu schwanken. Aber es ist natürlich vielleicht trotzdem besser, als wenn es der klassische Pensionskasseninvestor gewesen wäre. Also es geht immer einen Schritt natürlich weiter. Also die Kosten pro Quadratmeter werden dann vorgegeben für den sozialen Wohnungsbau und die Größe der Wohnung und die Größe der Zimmer etc. Das wird ja alles vorgegeben. Ja. Das Halter muss sich auch dann, oder? Ja. Okay, dann hat er eine kleinere Gewinnmarge als üblicherweise. Ja, sein Business ist natürlich das Bauen und da kann er sich schon eine gewisse Marge machen, wenn er die Qualität reduziert.
jetzt, man muss eben sehen, wie es dann kommt. Aber es ist wirklich sofort was ganz anderes. Es ist wirklich eine ganz andere Zusammenarbeit. Und der Blick auf, also dann findet keine Spekulation mehr langfristig gesehen, auf den Mieteinnahmen, sondern dann findet die Spekulation auf dem Bau statt. Und das ist auch problematisch, weil es diese Qualität vermindert. Und das ist auch die Finanzierungsmodelle, die sind eigentlich zu kurzfristig gedacht. Wir denken immer in der Finanzierung an 50 Jahre. Aber an 50 Jahre Lebenszeit eines Gebäudes, die Banken und alles. Man müsste es eigentlich auf 80 oder 100 Jahre. Die Erfahrung zeigt, dass unsere Wohngebäude eigentlich länger halten, außer gewisse Ersatzneubauten in Zürich aus absurden Gründen. Aber heute wird es immer mehr noch kommen, oder dass man einfach nur noch umbaut und renoviert und erneuert. Wenn dieser Zeitraum länger angesetzt wäre, würde auch die Erstinvestition weniger stark zu Buche schlagen. Und das ist ja immer das Problem beim Wohnungsbau, dass man versucht, die Erstinvestition so stark wie möglich zu komprimieren, weil sie auf so eine kurze Zeitdauer gedacht ist. Also vielen Dank für den Vortrag. Es ist interessant zu sehen, wie sich euer Büro in einer anderen Sprachkultur in der Schweiz entwickelt hat. Ich fand es sehr spannend an dem Vortrag, oder ich hatte das Gefühl, dass ihr eigentlich aus dem Genfer Projekt gelernt habt für Paris. Und die Schweizer Architektur wird ja oft in Materialisierung und es gibt ein großes Budget verbunden, aber da war es jetzt gerade so, auch wie du das Gebäude in Genf beschrieben hast, ging es gerade um die Nutzerprogrammierung, was sehr hervorhebenswert ist. Und das war am Ende ein Lerneffekt für Paris. Also es war gar nicht so wichtig, jetzt primär wie das Gebäude aussieht, sondern wie es programmiert ist und wie man es spannend auflädt. Das wäre natürlich jetzt nicht ganz richtig zu sagen, dass uns das Aussehen der Gebäude nicht wichtig ist. Aber es stimmt schon, wir sind da ziemlich froh eigentlich über die unerwarteten Resultate. Es kommt aber auch ein bisschen daher, dass mein Büropartner und ich sehr, sehr unterschiedlich sind, auch aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen. Er kommt aus Genf, sehr kalvinistisch, sehr streng und sehr eigentlich am Prozess verhaftet. Und ich komme aus Deutschland, über Basel, Zürich und bin da irgendwann in Lausanne gelandet. Also wir kennen uns ja schon lange mit Jürg. Und ich bin eigentlich viel intuitiver. Und manchmal fällt mir der Prozess erst im Nachhinein auf, weil ich einen viel intuitiveren Zugang zum Prozess habe. Und damit wir uns verstehen, können wir uns nicht über subjektive Themen auseinandersetzen. Wir müssen es eigentlich objektiv, faktisch halten. Und das führt vielleicht auch zu dieser Architektur, die manchmal ein bisschen, auf Französisch würde ich sagen, accidentée ist, die überraschend auch sein kann, die auch großen Maßstab und kleinen Maßstab mischt. Daher ist Paris natürlich das Projekt, was von dem großen Bruder in Genf inspiriert ist, was aber auch eine gewisse Evolution darstellt, auch auf architektonischer Ebene. Und das ist überhaupt keine Entschuldigung eigentlich, sondern es ist eigentlich eher auch zu sagen, wir auch als Architekten sind Teil dieser Geschichte. Und in Genf, das war einfach unser erstes Projekt, was wir gewonnen haben. Und wir haben es so gemacht, wie wir es für 100% richtig hielten, mit unserer ganzen Überzeugung, auch vor diesen Dinosauriern von Bauherren, die schon 10 Projekte gebaut haben. Das ist halt das Resultat davon, von diesem Prozess auch.
Insofern hatten wir aber das Glück in Genf, dass wir es selber machen konnten und viele Sachen bestimmen konnten. In Paris kommt jetzt der Generalunternehmer. Also wir bereiten jetzt die Dokumente vor für die Generalunternehmerausschreibung. Wir hoffen aber trotzdem, dass mit dem Bauherrn und mit dieser Partizipation und so weiter, dass der Generalunternehmer, beziehungsweise in Frankreich spielt der Generalunternehmer eine ganz andere Rolle als in der Schweiz. Er ist viel mehr klassischer Bauunternehmer. Er garantiert einfach diesen Preis. Aber es ist offenes Buch, offene Zahlen. So kann man auch immer sehen, wie viel Geld wird für was ausgegeben. Und es geht, ist eigentlich viel klassischer, nur dass man nur einen Ansprechpartner hat. Und das ist vielleicht der Vorteil jetzt in dieser Pariser Situation im Vergleich zu dem Schweizer Modell wieder. Es gibt in Frankreich wirklich interessante Modelle. Es gibt auch ein Modell, wo man mit den Bauunternehmern das Projekt dann in große Abschnitte teilt und dann an 5 Unternehmer vergibt. Einer macht Rohbau, der andere macht den ganzen Innenausbau und dann macht noch einer das ganze Sanitär, Elektrizität und so weiter und so weiter. Und dann hat man nur 5 Unternehmen, man hat wenig Ansprechpartner, man hat aber noch diesen Machtmonopol eines und diesen Manipulationsmonopol eines Generalunternehmers. Und ich finde, da hat Frankreich uns viel voraus in diesen verschiedenen Modellen. Was noch, Entschuldigung, dann wenn sich wieder Fragen stellt, aber was auch noch interessant ist in Frankreich, ist diese Genossenschaftsthematik, die gibt es ja noch in Frankreich. Es gibt keine Genossenschaften in Frankreich, weil in den 60ern die Genossenschaften manipuliert wurden und eben wieder spekulativ manipuliert wurden. Und dann wurde das abgeschafft und daher kam dann diese starke staatliche Einsatz kam dann auf. Und dadurch gibt es jetzt eben diese Art Mischmodelle aus Bau, ist ja eigentlich wie die Berliner Baugruppe, oder? Diese Eigentümer, kleine Eigentümergruppe, das wäre noch ein anderes Modell. Ja, ist es spannend. Ich wollte noch mal ein ganz kleines bisschen Werbung machen für unsere Publikation Social Loft, weil wir da all diese Themen auch behandeln. Also wir haben ein super Interview mit der Regula Lichère, ehemalige Senatsbaudirektorin der Stadt Berlin. Wir haben den Andreas Hofer, der auch sehr stark in der Genossenschaftsszene unterwegs ist, jetzt in Stuttgart ist, der auch einen Artikel über die Finanzierung geschrieben hat. Wir haben ein Bild-Essay von Irina Davidovici und so weiter und so fort. Es sind insgesamt 12 Autoren und natürlich wir auch ein bisschen. Und es kommt im März in alle guten Architekturbuchhandlungen in der Schweiz. Das war schon wie ein Schlusswort. Ja, sorry. Nochmals in die Runde. Gibt es noch, können wir nachher auch im Einzelgespräch reden. Was mir noch einfällt von meiner Seite als Schluss ist natürlich, wie wird die Partizipation finanziert? Das hatten wir im letzten Gespräch, war das ein großes Thema. Also da vielleicht noch eine letzte Frage. Selbstausbeutung? Oder gibt es irgendeine, gab es jetzt eigentlich in Genf, na Genf ist natürlich mit einer Genossenschaft, ja trotzdem, gibt es einen Finanzierungspunkt? Ja, es braucht natürlich ein Budget dafür, das ist klar. Mhm. Und es braucht auch auf Architektenseite ein Budget, also mit den normalen Architektenhonoraren können die Partizipation auch decken. Aber du hast es ja schon gesagt, die Genossenschaften, die wollen sich das gerne leisten, weil sie dadurch die Nachhaltigkeit im Projekt schaffen, dass auch die Bewohner Teil waren an diesem Prozess. Und in Paris zum Beispiel ist es die Stadt, die das mit organisiert.
Das ist klar, aber das gehört eigentlich mit in diesen Mehrwert, diese erste Investition. Und da könnte man auch wieder sagen, wenn man diese Laufzeit eben verlängern würde, und das hat man ja schon bei diesen Pachtverträgen für diese Genossenschaften, sind ja die Genossenschaften sind ja selten die Eigentümer der Parzellen, sondern es gibt den Pachtvertrag. Und die sind ja meistens jetzt schon über 80 oder 100 Jahre gedacht. Und dadurch ist ihr Finanzierungsmodell ein bisschen flexibler. Ich hätte noch eine Frage. Ja, okay. Wir hatten auf einer Studienweise einige Leute reportiert und ich bin schon in Paris angetroffen und haben gesehen, dass spannenderweise überall Schweizer involviert sind. Schweizer Büros bauen in Paris an jeder Ecke von Paris auch sehr unterschiedlich verteilt. Und mich würde interessieren, was euch persönlich als Büro interessiert, in Paris zu bauen. Das ist eine gute Frage, könnte ich jetzt viele Antworten geben, aber also grundsätzlich erstmal hat uns natürlich interessiert diese Herangehensweise und unser Know-how auch, was wir in den Schweizer Projekten gesammelt haben, da mitzubringen. Und wir haben auch ein lokales Büro vor Ort, was dann sich um die Baustelle kümmern wird und so weiter. Und wir haben wirklich die Organisation dieses Verfahrens mit eingebracht und dadurch auch die architektonische Lösung und so weiter. Aber dann könnte ich dir auch einfach so sagen, dass uns natürlich Paris als Stadt wahnsinnig fasziniert und auch mit ihren Gegensätzen und mit ihren Problemen und dass man Teil vielleicht auch an dieser, ein kleines Teil dieser Lösung auch darstellen könnte, das interessiert uns natürlich sehr. Warum jetzt da mehrere, also vielleicht gibt es da wirklich auch so einen gewissen Wissenstransfer, aber der sich jetzt auch in die andere Richtung stattfindet. Und das ist für uns wirklich eine schöne Erfahrung, auch über diese verschiedenen Modelle zu erfahren. Und war für uns ganz neu, diese Finanzierung des Sozialwohnungsbau als Eigentumswohnung. Und das ist natürlich wieder interessant, könnte man auch sich wieder die Frage stellen, ob man solche Dinge auch wieder in die Schweiz bringen könnte. Bei den Eigentumswohnungspreisen wäre das wirklich interessant. Also es gibt Bewegungen, die überhaupt reinzubringen. Okay, ich bedanke mich bei dir fürs Kommen. War sehr spannend. Die Teilnahme. Ich habe noch kurz einen Ausblick, wie es weitergeht. Vielleicht, Christian, kannst du ganz kurz, sind nächste Woche ja schon wieder hier. Genau, kannst du Stefan Meyer sagen? Ja, und jetzt natürlich, du hast ja auch noch etwas gesagt, diese Undurchsichtigkeit ist doch auch so eine Sache, oder? In den Form Follows Function. Wir wissen ja da nicht so genau, wie die rechnen da die TUs. Und wir wissen nicht recht, wie diese Developer, das ist immer so ein bisschen geheim und dann sagen sie, ja, ist gut oder ist nicht gut und die haben ja so Rechnungsmaschinen dahin. Oder? Und dann gehen sie auf grün, orange oder rot. Und ich wollte von Stefan Meyer, der ist natürlich im größten Bewertungsbüro der Schweiz, der kennt wirklich natürlich diese Zahlen und die beraten ja auch diese Investoren, wenn wir dann an einen Auftrag kommen, dann kommen die zuerst ja durch und dann sagen sie, ja, da könnt ihr so und so viel investieren und so viel. Aber eigentlich, die Rechnung kennen wir nicht so ganz genau. Das ist immer so ein bisschen, auf jeden Fall, die kennen diesen schweizerischen Markt sehr gut, die kennen diese Zahlen, die haben einen riesigen Zahlen. Depot da, Datendepot und werden uns mal erzählen, wem das überhaupt gehört da, diese Schweiz, diese es ist der größte Asset, es ist die Gebäude, ja, also wir haben da ein bisschen Gold da, aber das ist schon lange vorbei unter dem Bundesplatz, aber eigentlich sind die Gebäude auf der Welt, das ist Wahnsinn, oder? Und ihr müsst mal erzählt dann Dinge, wie das auch die Hand wechselt um die Welt. Diese super Milliarden, das ist eine Wahnsinnsschubkraft jeden Tag, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das Zeug, da diese Dimensionen, diese Zahlen und wie die auch beraten und diese Investoren mit diesem DCF-Wert, das ist nämlich auch ganz interessant, da geht es auch um anderes als um die Vermietung und das tut eben auch wieder. Form, also diese Form
Financing beeinflussen, das ist das nächste Thema. Und das gehört auch dazu. Also ganz verschiedene Aspekte, das ist die Idee des Schauraums, dieser Zeichen. Aber danke vielmals für deinen Input, der ist für uns quasi sehr interessant und tollen Beitrag gewesen. Ich danke auch Max fürs Organisieren und euch fürs Kommen. Kommt wieder. Okay. Schönen Abend.